wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Das ist so bescheuert. Ah, ich gebe auf, du hast gewonnen, Kreis. Ich lese den Dreck, den du jedes Mal hier auf den Zettel schreibst, einfach vor. Die folgende Folge, Geisterjäger, wird Ihnen präsentiert von katholischen Seidenpeitschen. Oh wow, Geißeln ist ja voll angenehm. Katholische Seidenpeitschen, so angenehm wurden sie noch nie gegeißelt. Gut, hätten wir das, dankeschön. Adieu Werbung, hey YouTube-Mitarbeiter. Ja, Kreis denkt sich solche Sachen wirklich aus. Ja, ja, genau. Er ist sehr, sehr krank. Ich habe das auf den Zettel geschrieben und dir dann mit der Post zugeschickt. Ja, nein, per Brieftaube. Per Brieftaube. Ja, weil die mir jedes Mal noch hier auf die Veranda kackt. Ja, du böser, gehässiger Mensch. Ich habe gerade die Temperatur in deinem Schritt überprüfen. Vielleicht solltest du echt mal einen Proktologen aufsuchen oder so. Ich bück mich mal. Und? Oh ja. Ja, ja, doch. Nee. Ist nicht gut, ne? Karies. Karies. Rektalkaries. Soll schlimm sein. Habe ich schon mal was von gehört. So, ich habe ein EMF und ich habe ein Thermo. Er heißt Roberto Anderson. Ah, Roberto Anderson. Oh, bella, bella. Ich nehme mal die Geisterboombox mit. Robert Anderson. Und ja, eine Kamera. I'm so ready for this, man. I'm so ready. Alter. Wollen wir ihn direkt mal irgendwie beim Namen callen oder lieber ignorieren? Oh Mann. Erstmal ignorieren, oder? Ich würde sagen, immer erst ignorieren. Erstmal irgendwo Licht anmachen. Eigentlich muss man erstmal den Sicherungskasten finden. Echte Geisterjäger-Profis, und das sind wir ja mittlerweile, die finden immer erstmal einen Kasten. Hast einen dicken Kasten in der Hose, wird alles gut. Frag mich immer, warum man hier die Schubladen öffnen kann. Weil da ab und zu Geisterpimmel-Essenz drin sein kann. Ach so, ah ja, stimmt. Geister lagern ihre Essenz gerne in Schubladen. Schmeckt noch ein bisschen wie abgelaufener Joghurt. Gib uns ein Zeichen. Oh, ich kann dich schon wieder doppelt hören. Na, stimmt. Der Geister-Splitzer immer abschalten. Ja. Sprich zu mir. Können wir dir helfen? Hier liegt noch ein Schlüssel. Hast du deinen Schlüsselbund verloren? Bist du ein Schlüsselsammler? Bis jetzt keine Frequenzen hier auf der Geisterboombox. Hier liegt irgendwie ein Tagebuch. Dürfen wir dein geheimes, perverses Tagebuch lesen? Heute waren fremde Männer in meinem Haus. Einer roch ganz merkwürdig nach abgelaufener Milch. Sie haben die ganze Zeit geschrien, dann habe ich in den Schrank gefurzt und sie sind weggelaufen. Kasper. Bist du in diesem Raum? Kasper, der unfreundliche Geist. Ist dein Name Kasper? Den habe ich geliebt, den Film als Kind, ne? Bist du Bill Pullmans Karriere? Die ist auch tot, deswegen könnte ja sein. Also. Bist du hier? Hier ist noch ein Buch. Hey, guck mal, die haben alle noch ein eigenes Badezimmer, die Kinder. Ist voll geil, mit Badewanne und Scheißhaus. Hätte ich auch voll gern gehabt. Ja, Hammer. Nach dem Masturbieren direkt die Badewanne springen. Ja. Ist ein Leben. Währenddessen. Er ist mir immer einen Schritt voraus, was Wichsen angeht. Warum ist so viel Schaum in der Wanne? Oh, Licht ist ausgegangen. Okay. Bist du freundlich? Bist du unser Feind? Sprich zu mir. Nichts erkannt. Gib mir ein Zeichen. Sag deinen Namen. Hast du ein Thermometer in der Hand? Nee, ich hatte gerade den EMF. Jetzt habe ich das Thermometer. Sag 18 Grad, 18,5, 17,6. Okay, 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 okay. Sicherung ist wieder drin. Haben wir irgendein Zeichen bis jetzt? Bis jetzt noch nichts. Kannst du uns hören? Riech an dem Finger. Zeige dich.
Schließe eine Tür. Sag deinen Namen. Warte mal, hast du da hinten eben? Warten. Hier. Was ist hier? Hast du Werte? Das Licht ist angegangen. 18 Grad. Wasser, oh ja, hier, Wasser. Hier ist eine Spur. Sprich zu uns. Gib uns ein Zeichen. Ist das nicht Zeichen genug? Okay. Aber zwei nur, ne? Zwei Aktivität. Machen wir hier Licht an. Das ist doch wieder diese legendäre Stepmom-Ecke. Ja, das ist wieder die Ecke. Und diesmal liegt ja auch ein Handtuch auf dem Boden. Ich glaube, da hätte man drauf gekackt. Das riecht aber auch so ein bisschen... muffig. Leicht muffig. Ein Muffeltuch. Sag uns deinen Namen. Nee, ich erkenne nichts. Ich höre Knarzen. Was willst du von uns? Ich glaube, die Geisterboombox... Du meinst Auto? Wir hatten leichte Aktivität. Wir hatten eine ganz leichte Aktivität. Sprich zu uns. Bist du ein Junge? Wurdest du ermordet von Produkten der Marke Kreis? Ja! Oh, Aktivitäten steigen. Aktivitäten steigen auf 2. Ich schaue hier gerade in die Kamera, aber ich sehe nichts Richtung Badezimmer bisher. Okay, ich mach mal ein Foto. Geisterkugel, da war definitiv eine Geisterkugel. Da war eine Geisterkugel. Eine Geistermundkugel? Geistermaulkugel, pass auf, die kommt gleich bestimmt wieder. Denkst du, es war ein Geistermaul? Ich habe auf jeden Fall eine Geisterkugel gesehen, 100%. Ich bin Profi, ich kenne mich aus, ich mache das seit 46 Jahren. Ich sehe hier gar nichts, also bis jetzt habe ich hier nichts, was Kugeln angeht. Hier wurde null gekugelt. Da war 100% war da eine Geisterkugel, ich habe sie gesehen. Ich sehe hier keinerlei Kugelaktivität. Die ist aus dem Badezimmer, ist sie nach links Richtung Heizung, dann so hui. Einmal so. Da. Ich weiß nicht. Hast du gesehen? Nein. Im Badezimmer hat das Licht geblinkt. Ja, geblinkt, aber ist doch keine Kugel. Ja, aber die da, Kugel war da. Da ist irgendwas gefliebt. Ich habe ein leichtes Geisterfliepen gesehen. Ja, jetzt sag ich doch. Wir haben eine Geisterkugel. Okay, Moment. Ab ins Journal. Okay, wir haben eine Geisterkugel. Wir haben eine Geisterkugel. So, das heißt Phantom, Poltergeist, Djinn, Mare, Shade, you kann alles sein. Es kann alles sein, ja. Es kann einfach alles sein. Da war sie wieder. Hier ist sie auf jeden Fall. Okay. Ich würde sagen... Er antwortet nur, wenn man alleine ist. Ja, ich gehe nochmal rein und versuche mit ihm zu reden. Du willst den EMF mitnehmen? Nee, ich mach das jetzt mit dem hier. Ich gehe nochmal dahin, wo die Geisterkugel ist und rede jetzt mit ihm. Frag, bist du ein Kind oder so? Okay. Kannst du mich sehen? Ja, Geisterkugel. Ja, da war wieder eine direkt am Kühlschrank. Sprich zu mir. Wie heißt der Mann? Robert irgendwas, ne? Robert Anderson. Robert Anderson! Ich hab einen Schritt gehört. Kannst du reden? Die Lichter flackern. Leichte Aktivitäten. Wie alt bist du? Sag mir deinen Namen. Bist du ein Kind? Frag mal, wann ein Kind ist. Du immer mit deinen Kindern! Ja, darauf antworten sie auch. Bist du ein Kind? Nichts erkannt. Okay, warte. Erstmal ein Foto hiervon. Boah, ich kann nichts sehen. Ich höre Geräusche. Ja, du bist auch, auf jeden Fall ist das der Geisterraum. Ja, die Geisterkugel schwirrt die ganze Zeit um dich herum und es ist Gib ganz Gib uns ein Zeichen. Die Tür hat sich bewegt. Was ist das? Die Tür hat sich bewegt. Okay, Licht geht noch. Okay, ich geh hier raus. Soll ich mal EMFen? Geh mal rein und EMF das Ding. Ja, ich geh rein. Du hast aber auch den Spermothermo 4000 mit dabei, oder? Spermothermo 4000 habe ich auch, aber ich geh erstmal EMFen. Okay, wir haben ein Foto vom Schmutzwasser. Geistige Gesundheit ist noch stabil. Die Tasse! Hier ist eine Tasse auf dem Boden! Okay, ich werde Fingerabdrücke nehmen. Die Tasse ist wieder runtergefallen. Vom Brotkasten, oder? Die stand doch nicht so hier auf dem Boden. Handabdruck. Klarer Fall von Sperma-Handabdruck. Da hat jemand masturbiert und dann ist er hier geflohen. Die Tür berührt.
Hast du ein Masturbationsproblem? Bist du sexsüchtig? Meine Uhr hat vibriert, als du es gesagt hast. Ja. Hä? Oh, ich habe wieder eine Sitzung bei Dr. Schwengelmund. Okay, warte. Du hast leichte Aktivitäten gerade. Ich gehe kurz rein und mache so ein Journal nochmal. Ich lege jetzt mal ins Bad ein Buch. Was war das? Was? Ich habe nichts gesehen auf der Kamera. Hatten wir Aktivitäten eben gerade? Wir hatten gerade, ja, zwei. Zwei Aktivität. 2,0 auf der Spektrumstrahler-Skala. Schreibe in das Buch. Okay, wir haben Handabdrücke, Moment. Fingerabdrücke, okay. Es könnte ein Poltergeist. Poltergeist, kann nur ein Poltergeist sein. Oder noch nicht entdeckt. Was machen denn Poltergeister? Wenn wir einen anderen Beweis hätten, wie Gefriertemperatur, passiert nichts. Ohne Dämon, Poltergeist. Einer der berühmtesten Geister. Ein Poltergeist ist bekannt als ein Wesen, das laut ist und Objekte um sich herum manipuliert, um seinen Opfern Angst einzujagen. Könnte die Tasse sein. Ein Poltergeist ist in einem leeren Raum fast ineffektiv. Denkst du, es ist wirklich ein Poltergeist? Aber Poltergeist müsste auf Geisterbox auch. Bist du ein Poltergeist? Das wird er dir jetzt nicht sagen. Was war das? Was war das? Hier, tschuk. Er macht irgendwas. Hörst du das? Hä, das passiert, wenn ich B drücke. Was ist das? Was machst du hier, schmatzen? Wozu ist B? Okay, ich geh nochmal rein und werd Stimmproben nehmen. Oder ein Foto. Brauchen wir noch ein Foto? Ne, Räucherstäbchen müssen wir machen. Und wir müssen, einer muss Zeuge werden. Okay, ich geh jetzt nochmal solo rein. Solo. Ich versuch nochmal auf Englisch mit ihm zu kommunizieren. Weil ich sage, jemand, der nicht unsere Welche Sprache sprichst du? Robert Pattinson heißt er, ne? Ich sag noch einmal seinen Namen. Wie heißt er? Robert Anderson. Robert Anderson! Steigen die Werte? Der Geisterorb ist da, Werte sind auf 0. Robert Anderson! Hier blinkt's. Sprich zu mir. Say something. How old are you? What's your name? Passiert was? Speak to me. Ich erkenne nichts, nee. What's your name? Aber wir sind beide noch relativ gut. Also so are you friendly? Nee, das hat ja auf Deutsch schon voll oft funktioniert. Also, was ist los? Hat irgendwas bei der Tür gemacht. Gib mir ein Zeichen. Er hat gesprochen. Er hat gesprochen, definitiv? Hundertprozentig. Okay, komm da raus. Was hat er gesagt? Er hat close gesagt oder so. Oh, er hat die Tür zugemacht. Oh nein. Er will uns nicht mehr drin haben. Ey, ich bin raus hier. Er will uns nicht mehr drin haben. Ich bin raus. Boah, Alter, 8. Aktivität. Jetzt ist er gerade richtig strong. Oh mein Gott. Der Orb fliegt rum, aber man kann ihn nicht sehen. In leeren Räumen ist er quasi ineffektiv. Egal, er hat gesprochen. Dann ist es auf jeden Fall ein Poltergeist. Es ist ein Poltermann. Okay, guck mal, ich wurde auch jetzt hier Zeuge eines Geister-Events. Alles klar. Machen wir den Fall hier dicht. Poltergeist. Und poltern wir davon. Da war schon wieder hier so ein Geister-Sippel. Der Geister-Sippel. Yes, Mann, komm schon, das muss Punkte geben. Poltergeist, wir sind Profis. Wir sind eiskalte Junge. Profis. Weißt du, das ist das Ding. Ja, Mann, wir sind da rein und haben gesagt, ey, so nicht, Polterjunge, so nicht. Aber jetzt müssen wir eigentlich noch so einen Minijob hinterher duzen. Ich glaube, ich habe da so einen Anruf noch von der Geisterzentrale bekommen, dass wir da noch eine Kleinigkeit erledigen dürfen. Ja, aber meinst du so einen Minijob? Ja. Was ist denn empfohlen für den Job dann? Das müssen wir rausfinden. Wir haben eben gerade einen wichtigen Anruf bekommen, Geisteraktivitäten in... Wo sind wir jetzt genau, Kreis? Du hast die Fahrt gemacht? Wir sind irgendwie da unsere kleine Farm mäßig unterwegs. Unsere kleine Farm, also wir müssen jetzt irgendwie nochmal so eine Stadtfarm analysieren. Wir kennen sie nicht, die alten Stadtfarmen mit Mariah Martin, die wahrscheinlich irgendwie böse Dinge treibt. Wo ist eigentlich mein Starklicht? Ah, hier unten. Hab jetzt offiziell Starklicht. Alter,
Damit kann ich die Geister auch direkt blenden und dann sind die traumatisiert und geben eigentlich quasi auf. Ja, das sie sagen dann so, ey, hast mich erwischt. Stock, okay, warte. Hinten links ist quasi der Stromkasten. Hinten, oder? Gehen wir erstmal schön rein mit Starklicht. Schauen wir mal, so, Thermometer ist an. Ach, redet ja nur, wenn einer drin ist, oder? Gibt's irgendwelche Infos? Ich hab gar nicht geguckt jetzt. Wie heißt der? Was macht der so? Mariah Martin, ne? Ich weiß nicht, Zeit läuft auf jeden Fall schon. Wie heißt der Geist? Mariah Martin? Ja, Maria Martin. Mariah Martin, ja. Vergiss nicht, dein Spikulum abzustellen. Dein Gehörspikulum. Spikulum muss man jede Runde spickeln, oder was? Jede Runde muss man neu spickeln. Du brauchst nämlich einen sauberen Gehörgang. Boah, guck dir das mal an, Alter. Die leben aber hier gut. Bist du reich? Können wir dich bestehlen? Rede zu mir. Also in Gruppen oder allein? Allein. Okay. Mariah Martin. Es sind ja meistens Badezimmer, ne? Wo die abhängen. Die mögen Badezimmer, ja klar, da ist alles irgendwie direkt griffbereit. Meistens auch noch ein bisschen Lesestoff haben sie im Badezimmer. Wo sind die Diamanten versteckt? Na, die haben definitiv Diamanten. Wurdest du ermordet? Nichts erkannt. Grad. Okay, hier geht's runter in den Keller. Alter, das Ding hier oben ist riesig. Kannst du mich hören? Nichts erkannt. Aber was willst du von uns? Hier? Es blinkt. Was? Licht hat geflackert. Wo bist du? Hinten, ganz hinten in der Garage. Also wenn du vom Eingang aus quasi nach ganz hinten links ins Haus gehst. Okay, ich komm zur Garage. Licht hat geflackert, hier ist ein Hühnerknochen. Hast du ein Fotoapparat? Jemand hat in den Kommentaren geschrieben, dass man den auch noch fotografieren kann. Ich hab keinen dabei, soll ich einen holen? Okay, Licht ist aus. Bist du bei der Sicherung? Ja. Willst du einen Extrazehner? Ich hole den Fotoapparat gleich, mache aber hier eine Kamera hin. So. Weil man kann den Hühnerknochen wohl fotografieren, da kriegt man auch nochmal einen Dollar für, wenn man überlebt. Ich höre Knarzen. Knarzaktivitäten. Okay, wir holen erstmal die Cam, oder? Ich hole die jetzt gerade. Aber einer muss eh mal alleine rein und... Haben wir irgendwelche Temperaturwerte? Nee, bisher leider habe ich echt nichts. 17 Grad halt. Ich glaube, ich nehme mal gleich den EMFler. Ah, wir hatten eine ganz kleine Mini-Aktivität direkt am Anfang. Eine kleine Spritzel. Ja, ja, er hat einmal kurz... Okay, ich nehme mal das Buch noch mit. Ich gehe jetzt solo rein. Okay, wir sind noch bei 92. Ich gehe jetzt solo rein und kommuniziere mit ihr. Okay, du willst den EMF-Line nicht dabei? Maria Martin, ne? Ja. Okay, ich gehe rein. Ich habe eine Kamera dabei, mache ein Foto vom Knuppel. Sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Und gib dem kleinen Billy einen Kuss. Sag ihm, er soll den alten Jeller freilassen. Er soll den alten Jeller rauslassen, falls ich sterbe. Okay, kannst du das Licht ausmachen? Bist du hier? Sprich zu mir. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Sag mir deinen Namen. Nichts erkannt. Können wir dir helfen? Hey. Er hat gesprochen, er hat Hey gesagt. Hey oder Nee? Können oder wir dir helfen? Okay, direkten Beweis gesammelt, direkten Beweis ab. Hey, Alter, warte, ich höre Schritte. Kannst du mich hören? Erkannt. Wie geht's meiner geistigen Gesundheit? Ach, alles okay. Ich bin kurz am Kollabieren.
Nee, 88 noch. Was war das für ein Geräusch? Knubbelknochen fotografiert. Geister-Event. EMF-Reader. Soll ich mal reinkommen? Ich komm mal rein. Warte. Oh. Bleib noch kurz draußen. Vierer Aktivität. Fünfer. Sprich zu mir. Sechser. Geflackert Licht. Sechser geht wieder runter auf 2. Brauchst du Hilfe? Können wir dir helfen? Die Flur hat irgendwie Licht geflackert. Alright, ich glaube, er hat alright gesagt. Können wir dir helfen? Gute Antwort. Wow. Sechser, Vierer. Ich will hier raus. Irgendwas geht hier. Komm raus aus dem Scheißhaus, Mann. Verdammt, irgendwas geht hier ab. Dicke 7 Aktivitäten, eine 5er. Oh. Ich fühle, wie Kräfte an mir ziehen. Ich habe mich befreit aus dem Haus. Weiche von mir, du Hure Babylon. Okay, war das gut für die Quoten? Ja, dann haben wir das alles auf Kamera. Hast du meinen dramatischen Blick und die Tränen gesehen? Perfekt. Okay, super. Irgendwas geht in der Garage. Die Garage ist richtig, da ist crazy funk. Aber ich sehe keine Geisterkugel in der Garage. Die Garage ist crazy funky cool. Also wir haben den Geisterbox-Beweis. Jetzt ist gerade null Aktivität. Soll ich nochmal reingehen? Ich gehe nochmal rein. Wir haben den Geisterbox-Beweis. Vielleicht Temperatur wäre wichtig. Oder Fingerabdrücke. Ich wollte jetzt erstmal EMFen. Geisterbox ist drin. Was könnte es sein? Es kann Spirit, Gespenst, Poltergeist, Djinn, alles. Mare, Dämon, Oni. Also alles, ja. Ich sehe dich, aber alles cool, alles easy. Licht ist ausgegangen. Alles stabil, wir haben eine 1 Aktivität. Vielleicht den Namen einmal aussprechen. Maria Martin. Und gucken, was passiert. Licht flackert hier rum. Aber ich krieg nichts auf dem EMF. Jetzt! Was für eine Temperatur? Ich hatte einen 2er auf dem EMF, 17 Grad, 16 Grad. Ist die Quest jetzt geschafft? Weisen Sie Aktivitäten auf dem EMF nach? Also, wir brauchen nur noch dreckiges Wasser. Okay. War keine Geisterballs. Aber war nur eine 2er. Gerade ist 0. Ich würde, wie gesagt, einmal versuchen, den Namen zu triggern und hoffen. Wie hieß sie? Maria Martin. Maria Martin. Bist du hier? Frag sie, wo das gute Silber versteckt ist. Wo versteckst du das gute Silber? Und den Code für den Safe im Schlafzimmer? Keine Aktivität. Im Moment ist alles easy, alles ruhig. Okay, ich komme im Buch rein. Schließen wir ein wenig den Kreis der Verdächtigen. Okay. Aber temperaturmäßig habe ich nichts gefunden. Aber sie ist echt so, wenn du alleine bist, macht sie ein bisschen mehr, ne? Ja, sie ist ein bisschen shy. Sie ist ein bisschen shy guy. Okay, sie hat das Licht ausgemacht. Okay, wir haben auch eine 3er-Aktivität. Irgendwie hasst sie mich. Bei dir ist sie ganz besonders aggressiv, ne? Aber keine Fingerabdrücke. Ich höre ein merkwürdiges Knarzen. Ich weiß nicht, ob das Licht ist, aber irgendwas war da gerade rechts im Bildschirmrand von der Kamera. Ich lege jetzt das Buch hin. Ich mache hier mal Licht aus. 3er Aktivität gewesen, aber es ist schon wieder vorbei. Gib uns ein Zeichen. Schreibe in das Buch. Was willst du von uns? Ist die Frage, schreiben die in Bücher, wenn man direkt daneben steht? Keine Ahnung. Bist du hier? Öffne eine Tür. Nichts. Nur merkwürdige Geräusche. Ich sehe auch keine Gegenstände fliegen oder so. Also es ist... Okay. Also Abdrücke habe ich keine. Also wir haben nur die Ghostbox zurzeit. Lichter flackern? Was ist wo, da los? Wo flackern die? Naja, es leuchtet hier da, wo das Buch ist, leuchtet es extrem hell jetzt an der Wand, plötzlich. Okay, warte, ich gehe rein.
könnte halt, ich weiß nicht, ist das deine, nee, das ist nicht deine Taschenlampe, das ist auf jeden Fall irgendwie Licht an oder aus. Spraydose rum. Boah, hier rum. Oh, Licht ist angegangen. Oh, sie hat ins Buch geschrieben. Sie hat was? Was steht da? Sie hat heidnische Rituale geschrieben, hat gesagt, Kreis stinkt. Oh Gott, wieso? Vorsicht, Aktivitäten, Vierer. Können wir dir helfen? Es ist auf einmal total hell geworden am Buch. Ja, das Buch hat super krasse Spektralstrahlung zurzeit. Steckt das Spikulum fest? Geisterbox und Geisterbuch haben wir jetzt. Es könnte ein Spirit, ein Dämon oder ein Oni sein. Okay, wir haben keine Schritte gehört, ne? Stimmt, keine Schritte bisher. Verdammt, dann wird's Alter. Dann wird's eher ein Spirit sein, oder? Also ein Dämon, glaube ich nicht. Oder? Warte, was ist denn, was ist Spirit, Dämon, Oni? Schwer zu sagen. Onis sind Verwandte des Dämons und besitzen unglaubliche Stärke. Gerüchten zufolge sind sie aktiver in der Nähe ihres Opfers. Könnte sein, immer wenn einer drin ist, ne? Und mich mag sie besonders gerne, weil ich bin der männlichere von uns beiden. Ja, Onis bewegen Objekte mit großer Geschwindigkeit und sind aktiver, wenn Leute in der Nähe sind. Durch ihre hohe Aktivitätsrate sind Onis leicht zu erkennen. Dann bräuchten wir aber ein EMF Level 5, das hatten wir nicht. Okay, wir haben das Buch. Was könnte denn noch reinpassen? Dämon? Die Geisterbox. Fingerabdrücke wären Spirit. Geisterkugel wäre nichts. Gefriertemperatur wäre ein Dämon. Spirit ist eine der gewöhnlichsten Geisterarten, jedoch ist sie sehr stark und gefährlich. Die werden für gewöhnlich in einem Gebiet gefunden, in dem der Tod einer Person unaufgeklärt blieb. Blieb hier ein Tod unaufgeklärt? Okay, gib mir mal den Messer. Das wären aber auch Fingerabdrücke der Spirit. Ich gehe mal mit einem Messer und einem Fingerabdruckdrücker rein. Oh. Okay. Verdammt, ich bin der mutigste von uns beiden. Du willst da wirklich rein? Ich wäre auch reingegangen. Geh da jetzt nochmal rein. Aber so ist das. Man braucht halt irgendwie ein Headquarter, ne? Ja, man braucht ein Headquarter. Hast du schön gemütlich da mit deinem Kakao und deiner Leseecke. Ach ja, ist angenehm, ne? Freut mich. Aber in so Serien ist es meistens irgendwie so ein fetter Dude mit irgendeinem. Ja, passt doch. Mit einer Flagge auf einem T-Shirt. 4-2? Ich sag ja Zweieraktivität, aber für einen richtigen Nachweis bräuchten wir einen Fünfer. Sie scheint hier rumzulungern. Ja, genau, da vorne hatte ich es auch. Da am Regal irgendwo. Ich habe keine Fingerabdrücke, keine Spuren, nichts. Soll ein Zeichen geben. Sag, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Irgendwas fliegen oder weiß ich nicht. Gib mir ein Zeichen. 3. Ich glaube, sie hat eine Farbdose bewegt. Gib mir ein Zeichen. Ich glaube, sie hat eine Farbdose bewegt. Nein, wirklich jetzt. Ja. Ja, wirklich. Was ist, was bedeutet das? Ich weiß nicht, was... Hier, sie steht direkt vor mir. Kann nicht sehen. Auf jeden Fall geht in der Garage eine Menge ab. Le Garage... Doch, sie hat Licht angemacht. Das war nicht ich. Ja, Licht ist angegangen, Alter. Oh, 5er Aktivität! 5er Aktivität! Komm raus, 5er Aktivität, komm raus, Junge! Ich hab Panik, ich hab Angst, Hilfe! Stand direkt in dir drin, hier ist auch noch ein 5er, die Tür ist noch offen, oder? Noch ist sie offen. Oh, okay, alles gut, den haben wir. Ist ein Oni, oder was? 5er Aktivität, Junge. Warte, ich muss mal hier... Ist ein Oni. Boah, ein wir Oni sind sein. So krasse Geisterjäger, du. Muss ein Oni sein. Puh. Das ist eine Omi. Ja, klarer Fall von Omi. Abmarsch. Abmarsch, Omi. Ich pack meinen Joghurt ein. Mein Joghurt, der ist ganz warm. Alter, haben wir jetzt gerade 2 Geister gecasht? Wir sind oder so was? Krass. Alter. Boah, $55 und eine Oni. Und eine Oni klar gemacht. Oni klar gemacht. Guck mal hier, $15 für Fotos, Knochen. Ja, Knochenfotos, da geht's ja richtig rund. Ja, bis zum nächsten Mal. Bewertung da lassen und tschüss. Oh, ist gut, du.